Im dritten Teil der Vortragsreihe zur Physik der Elektrogitarre geht es um Gitarrentonabnehmer, vorwiegend um Magnettonabnehmer, aber im kleinen Umfang auch um Piezotonabnehmer. Hier sehen wir nochmal das Bild aus dem Heft von Duchossoir. Ein Stratocaster-Tonabnehmer, Magnete, Wicklung, Flansch, Gehäuse und Schrauben zum Befestigen. Hier oben einen Querschnitt, die beiden Trägerplatten, die beiden Flansche, hier und hier die Wicklung im Schnitt und hier der Magnet. Es gibt da noch andere Bauformen, zum Beispiel wurde auch ein Magnet, ein Balkenmagnet unter der Tonabnehmerwicklung angebracht, der liegt dann als Block unter dieser Wicklung. Und in der Wicklung jeweils 6 einzelne Metallzylinder. Oder bei der Fender Jazzmaster wurden die Magnete etwas verkürzt und die Spule ganz extrem verbreitert. Dafür ist ihre Höhe nur noch sehr kurz. Hier ist die Spulenbreite gering, aber eine größere Höhe. Und dann gibt es Tonabnehmer, in denen noch Metallplatten eingefügt wurden, zum Beispiel bei der Telecaster hier unten eine Metallplatte aus magnetisch leitfähigem Material. Manchmal wurde dann auch noch diese Platte nach oben gebogen, U-förmig. Da sehen wir später noch ein paar Bilder. Jetzt nochmal die wichtige Erkenntnis zur Magnetfeldverteilung im Schnitt, Tonabnehmer, hier oben die Seite. Der stationäre Magnetfluss kreist auf großen Bahnen, hier ist mal näherungsweise eine Linie eingezeichnet. Das Wechselfeld bewegt sich aber hauptsächlich hier in diesem oberen Bereich. Hier nun mal etwas genauer gezeigt. Wir haben hier die magnetische Flussdichte des Wechselfeldes in Abhängigkeit von der Distanz. Das muss man jetzt so lesen, wenn man hier ganz oben ist. Das wäre in diesem Bereich, dann bekommen wir eine magnetische Wechselflussdichte von 0,6 mT. Gehen wir jetzt aber hier ein Stück weit runter, zum Beispiel hierher, wo die Spule beginnt, dann hat dieses Wechselfeld schon auf ungefähr ein Viertel abgenommen. Und in dem Bereich, wo jetzt die Wicklung ist, nimmt das Feld noch viel weiter ab. Hier sind wir schon bei einem Zehntel hier. Und das heißt also, in dem unteren Bereich dieser Spule kommt kaum mehr etwas von diesem magnetischen Wechselfeld an und deswegen wird hier unten auch fast keine Spannung mehr induziert. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, ja, dann kann man doch die Wicklung da unten auch weglassen und kann nur noch da oben ein paar Windungen anbringen. Aber das hätte doch Auswirkungen auf den Klang, denn wie später noch gezeigt wird, die Induktivität ist schon sehr klangbestimmend. Und für die Induktivität ist es schon wichtig, dass hier noch zusätzliche Windungen drauf sind, auch wenn in denen hier unten nur noch wenig Spannung induziert wird. Dass ein Tonabnehmer so aussieht, dürfte wohl den meisten bekannt sein. Schauen wir mal ein paar Messergebnisse an. Linkes Bild, statisches Magnetfeld in 2 mm Abstand. Ich gehe nochmal zurück. Man soll nicht direkt an diesen Polplatten hier messen, sondern ein bisschen nach oben gehen. So circa 2 mm Abstand hat sich bei meinen Messungen als sinnvoll erwiesen. Direkt an der Polplatte ist das Feld stark ortsabhängig. Da ist es dann schon von Bedeutung, ob man mehr am Rand oder mehr in der Mitte misst. Interessanterweise wird es zum Rand hin etwas mehr. Also wenn man in vielleicht 2 mm Abstand misst, ist es besser, da ist die Feldabhängigkeit von der Position nicht mehr so groß. Und typischerweise findet man hier Werte von plus oder minus hier 55 Millitesla. Plus oder minus hängt davon ab, wie rum der Magnet gepolt ist, wo jetzt Nord und wo Süd ist. Etwas schwächeren haben dann so um die 30, 20 Millitesla. Die Humbucker sind dadurch gekennzeichnet, dass zwei verschiedene Polaritäten angegeben sind.
Meistens sind es aber nur Werte um 15 bis 20 Millitesla. Das hängt sehr davon ab, wie die Bauform ist, welche Magnete verwendet werden. Hier mal ein Bild, wie so ein Magnetfluss jetzt in die Seite eindringt. Nehmen wir an, das wäre ein Nordpol, dann würde das Feld hier nach oben in die Seite gehen und dann vor allem in der Seite rausfließen, nach beiden Richtungen, nach rechts und links. Und dann schon nach kurzer Distanz die Seite wieder verlassen, denn es kommt hier sehr bald zu sehr hohen Gleichfeldmagnetflüssen in der Seite, die ist hier fast schon gesättigt und stellt dann fürs Magnetfeld gar keinen interessanten Partner mehr dar. Das Magnetfeld verlässt dann die Seite sehr bald wieder in wenigen Millimetern Abstand. Zur Erinnerung hier unten nochmal der Zusammenhang zwischen der Feldstärke und der Flussdichte für verschiedene Magnetmaterialien und nochmal der Hinweis, dass es hier sehr unterschiedliche Alnico-Legierungen gibt und deswegen doch deutliche Streuungen bei den Parametern. Der statische Seitenfluss in der Gitarrenseite, also gemessen, jetzt mal hier im Bild gezeichnet, 0 wäre direkt über Magnet, also der Magnetfluss hier oben, der statische Fluss, da geht jetzt der Fluss hier rein. Und da sehen wir in diesem Bild, tja, Flussdichte in Tesla, der ist hier 0. Ja, weil es um den axialen Fluss geht, das heißt den Magnetfluss in der Seite in axialer Richtung, hier also horizontal. Und da ist hier noch nicht viel. Der nimmt jetzt erst zu, wenn wir nach rechts rüber gehen, kommen immer mehr Flusslinien rein, knicken um, summieren sich hier auf, sodass der Axialfluss an dieser Stelle am größten ist und dann wieder abnimmt. Und das zeigt dieses Bild. Bei ungefähr 6 mm ist der Axialfluss am größten, abhängig davon, in welcher Distanz die Seite über dem Magnet ist. Es gibt zwei Polaritäten, einmal den Magnetfluss nach rechts, der ist hier positiv gezeichnet, und nach links, das wäre dann negativ. Wie misst man das? In dem unteren Bild gezeigt, man wickelt eine kleine Spule um die Seite und bewegt dann diese Spule längs der Seite. Dadurch ändert sich der Magnetfluss, der diese Spule durchdringt, und wir haben schon gelernt, eine Flussänderung induziert eine Spannung in dieser kleinen Messspule und daraus kann dann über Integration der Magnetfluss in der Seite ermittelt werden. So entstanden diese Kurven hier. Da sehen wir jetzt mal eine Messung. Da gibt es so kleine Zappeleien. Zum Teil ist es auch elektrisches Rauschen, aber es liegt eben auch daran, dass diese Magnetfeldänderungen nicht beliebig kontinuierlich ablaufen, sondern ein kleines bisschen sprunghaft. Die Spannungen, die dabei entstehen, sind mit 0,6 mV klein. Man braucht dann schon spezielle Messeinrichtungen, um derart kleine Spannungen sicher messen zu können. Es handelt sich da um im Wesentlichen Gleichspannungen. Das würde nicht ausreichen, wenn man jetzt das über einen Kondensator trennt und nur noch den AC-Anteil misst. Da ist der DC-Anteil auch wichtig. Es darf keine Drift geben. Das ist ein bisschen komplizierte Geschichte. So, jetzt geht es ums Wechselfeld, Alternating Flux. Ich habe schon hingewiesen, dass das Wechselfeld hier oben im kleinen Bereich ist. Und auch das habe ich mal in einer Seite gemessen, wenn die Seite schwingt. Wie stark ist dann das Wechselfeld, der magnetische Wechselfluss in der Seite? Und da sehen wir auch wiederum der Axialfluss. Geht hier bei 0 los, das wäre an dieser Stelle. Wenn wir uns jetzt nach raus bewegen, in beide Richtungen, nimmt der Betrag, ist es hier, des Axialflusses zu. Und zwar bei 4 mm Abstand zwischen Magnet und Seite. Ja, diese Messung jetzt hier auf etwa 18 Millitesla. Und wenn wir mit der Seite näher rangehen, dann gibt es hier auch einen stärkeren Wechselfluss. Der Wechselfluss
macht nur einen sehr kleinen Anteil vom Gleichfluss aus. Der statische Fluss ist so in der Gegend von 1,5 Tesla und hier haben wir einige zig Millitesla, also nur eine sehr kleine Änderung des statischen Flusses. Besonders wichtig, nach wenigen Millimetern, zum Beispiel hier 4 mm, nimmt dieser Wechselfluss in der Seite schon wieder ab. Also kaum sind wir hier ein paar Millimeter vom Zentrum entfernt, nimmt der Fluss schon wieder ab, weil die Wechselflusslinien bereits wieder die Seite verlassen. Auch hier nochmal das Bild zur Messung. Jetzt gibt es den Magnet, eine schwingende Seite und wieder eine ganz kleine Messspule, die um die Seite gelegt wird. Die schiebt man jetzt an verschiedene Positionen und misst das Wechselfeld in der Seite. Dann kommen wir jetzt zur Frage, wie ist es denn jetzt, wenn die Seite nicht als Ganze schwingt, sondern an einer Stelle? Welcher Bereich ist denn jetzt für die Spannungsinduktion wichtig? Nochmal zurück. Wenn wir uns jetzt also vorstellen, die Seite schwingt hier nur in einem kleinen Bereich auf und ab. Oder hier, oder hier, oder hier. Dann wird man jetzt so intuitiv sagen, naja, wenn die Seite direkt vor dem Magnet schwingt, wie gesagt, es geht nur um ein kleines Stückchen, nicht um die ganze Seite jetzt. Wenn sie hier schwingt, dann wird es wohl eine größere Wirkung haben, als wenn sie hier draußen schwingt. Um das zu messen, habe ich jetzt hier eine spezielle Konstruktion gemacht, und zwar eine Seite, in die eine kleine Kröpfung gebogen wurde. Und dann rotiert die Seite, sodass diese Kröpfung jetzt auf und ab geht. Eigentlich ja räumlich hin und her, aber für einen Tonabnehmer ist nur eine Schwingungsrichtung von Bedeutung. Ja, das hat den großen Vorteil, dass man nun hier an einem Ort eine Geometrieänderung durchführen kann und nur Änderungen induzieren ja Spannung. Rein statische Auslenkung könnte ich jetzt nicht messen. Aber dadurch, dass sich die Seite dreht, wird eine Spannung induziert. Und jetzt schiebt man den Tonabnehmer unter dieser rotierenden Seite an verschiedene Punkte und schaut mal, wie groß ist denn die Apertur, das Fenster, durch das der Magnet die Seitenschwingung abtastet. Und das wurde hier für verschiedene Tonabnehmer gemacht, Stratocaster zum Beispiel. Und da erkennt man, wenn man den Tonabnehmer von dieser Kröpfung auch nur wenige Millimeter entfernt, 2 mm, dann nimmt die induzierte Spannung schon deutlich ab. Pegelabnahme um 6 dB wäre halbe Spannung. So bei 3 mm etwa Abstand ist bereits nur noch die halbe Spannung vorhanden. Und wenn wir dann uns noch etwas weiter entfernen, nimmt es sehr schnell ab. Und was hat das für eine Konsequenz? Dieses Magnetfeldfenster transformiert sich in den Frequenzbereich und bedeutet eine leichte Höhendämpfung. Bei frühen Arbeiten von Leo Fender ist noch zu lesen, dass er der Meinung war, man müsste einen möglichst großen, langen Bereich der Seite abtasten, um möglichst viel Obertöne zu erfassen. Das ist systemtheoretisch nicht zutreffend, das weiß man ja auch vom Tonband. Auch da muss die Spaltbreite möglichst klein sein, ein winziger Spalt, was seine Breite angeht, um hohe Frequenzen aufs Band zu bekommen und dann auch wieder am Band abtasten zu können. Je kleiner die Spaltbreite, desto höhere Frequenzen können abgetastet werden. Und das ist hier auch so. Dieses Magnetfeldfenster sollte möglichst schmal sein für eine gute Höhenwiedergabe. Je breiter das wird, wenn wir also ein sehr breites Fenster haben, verlieren wir Höhen. Es ist wieder, wie schon einmal an anderer Stelle erwähnt, seitenspezifisch. Am stärksten ist der Effekt bei der tiefen E-Seite. Wobei man jetzt auch noch dazu sagen sollte, für Gitarrentonabnehmer ist der Frequenzbereich bis so ungefähr 5 kHz wichtig. Die obersten Höhen 10-20 kHz sind beim Magnettonabnehmer gar nicht mehr von großer Bedeutung. Aber trotzdem, einen kleinen Effekt erkennt man hier. Die tiefe E-Seite weist eine aperturbedingte Dämpfung auf, die jetzt bei 5 kHz ungefähr 3 dB beträgt.
Zu den höheren Saiten hin nimmt dieser Effekt sehr schnell ab. Auf der hohen E-Saite merkt man davon praktisch gar nichts. Das liegt daran, weil da die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit wesentlich höher ist. Und das kennen wir auch vom Tonband. Wenn man mit schnellerer Geschwindigkeit aufnimmt und wiedergibt, dann hat man bessere Höhenwiedergabe. Zur Empfindlichkeit hier ein paar Zahlen. Der Bezug ist ein Stratocaster-Tonabnehmer, der speziell gemessen wurde und als Norm definiert, rein willkürlich. Hier geht es darum, sind andere Tonabnehmer jetzt unter gleichen Bedingungen lauter in Anführungszeichen, gemessen werden hier ja nur Spannungspegel. Und da stellt man fest, ja, gibt durchaus welche, so ein P90, hier ein Nachbau der Firma Konrad, hat 3 dB mehr, 4, 5, 6 bis zu 10 dB mehr. Es gibt wohl auch noch Tonabnehmer, die einen noch höheren Pegel rausgeben. Das ist schon sehr deutlich. Der Gibson P90, das ist das Original, knapp 9 dB mehr, 10 dB. Da sind wir schon bei ungefähr der dreifachen Spannung gegenüber diesem Stratocaster Pickup. Aber es gibt auch Tonabnehmer, die ineffizienter sind, zum Teil auch noch wesentlich ineffizienter, sodass da dann vielleicht nur noch die halbe Spannung rauskommt, verglichen mit der Stratocaster. Jetzt schauen wir uns im nächsten Bild mal in einer Animation an, wie sich die Felder in einem Magnettonabnehmer ändern. Da ist zunächst mal hier die magnetische Flussdichte gezeichnet. Hier oben ist die Saite, die wird jetzt dann gleich auf- und abschwingen. Und wir erkennen farbig kodiert einen starken stationären Fluss in der Saite von ungefähr 1,8 Tesla. Das ist nahe an der Sättigung dieses Stahls. Hier nimmt die axiale Flussdichte zu, hier ist etwa maximal und dann nimmt sie wieder ab. Da ist der Betrag kodiert, hier geht es in die andere Richtung. Im Magnet ist die Flussdichte, wie man hier sieht, viel kleiner. Das liegt daran, dass im Magnet einfach die Fläche, auch die Querschnittsfläche, viel größer ist. Und wenn jetzt die Saite schwingt, dann werden wir feststellen, dass sich das Magnetfeld etwas ändert. Es wird sich hier oben in der Saite ändern und wie man erkennt, es wird sich im Magnet fast gar nicht ändern. Die Flussdichteänderung der Saite sehen wir, da ändert sich die Farbe, aber im Magnet ist die Flussdichteänderung so gering, vielleicht 1%, dass man da farbig gar nichts sieht. Deswegen hier ein zweites Bild. In diesem zweiten Bild sind jetzt nur noch die Feldänderungen farbig kodiert. Das ist eine bipolare Änderung plus minus, deswegen Farbumschlag von grün nach rot, da wird es mehr, und blau wird weniger. Wir sehen auch die beiden Richtungen als Pfeil kodiert. Und was besonders wichtig ist, die Flussdichteänderungen finden nur in einem kleinen, räumlich kleinen Bereich auf und dringen nur ganz wenig in die Wicklung ein. Es ist folglich nicht empfehlenswert, den Magnet hier weit aus der Spule rausschauen zu lassen. Das Beste wäre, wenn der hier bündig abschließt, damit man näher ran kann und das Feld etwas weiter runter in die Spule ziehen kann. Einen wichtigen Einfluss hat die Saitendicke, also der Durchmesser der Saiten. Würden wir Massivsaiten verwenden, also alle 6 Saiten massiv, dann gäbe das einen unerwünschten Effekt. Dann wäre die tiefste E-Saite am lautersten und zu den dünnen Saiten hin würde der Pegel der induzierten Spannung abnehmen. Nun sind aber tatsächlich die tiefen Saiten umsponnen, die G-Saite ist es manchmal auch, manchmal nicht. Und deswegen kann man näherungsweise ungefähr eine gleiche Saitenlautstärke einstellen. Vereinzelt gab es dann Maßnahmen, um im Tonabnehmer auch noch ein bisschen die Empfindlichkeit zu verändern. Es gab Magnete, die unterschiedlich weit aus dem Tonabnehmer rausragen.
Aber das war mal so, mal so, mal waren sie gleich lang, mal waren sie unterschiedlich lang, mal hatten sie hier eine Phase, eine Anschrägung, mal wieder nicht. Die Unterschiede sind nicht so besonders groß. Eine Warnung an der Stelle: bei ganz alten Fender-Tonabnehmern bis in die 70er, vielleicht sogar Anfangs 80er Jahre, wurde der Draht direkt auf die Magnete gewickelt. Da darf man auf keinen Fall die Magnete axial verschieben. Sonst riskiert man, dass der Draht zerstört wird und ist der Tonabnehmer kaputt. Bei neueren Tonabnehmern wurde auf einen Kunststoff-Spulenträger gewickelt. Da ist es möglich, die Magnete auch zu verschieben. Hier sehen wir eine besondere Konstruktion, der Fender Jaguar. Da ist ein Blech, ein Zahnblech, um die Wicklung gebogen, hier im Schnitt, Magnetwicklung, und hier dieses U-förmige Blech, das hier unten noch ein Loch aufweist. Diese Zähne sind ungleich hoch, was oft zu der Frage geführt hat, wo müssen denn die kürzeren Zähne hin? Ist hier die hohe E-Seite oder die tiefe E-Seite? Es war wohl so gedacht, dass die unter der tiefen E-Seite zu liegen kommen. Eine Auswirkung dieses U-Blechs könnte man sehen, ist im Frequenzgang dann später noch genauer erläutert. Eine zweite Variante, der Leis-Tonabnehmer, der angeblich gar kein Tonabnehmer ist, glaubt man der Werbung, sondern ein Sensor. Das klingt besser, aber natürlich ist jeder Tonabnehmer ein Sensor. Im Inneren sind spezielle Magnetplatten eingefügt. Es gibt hier so Zahnbleche. Dadurch wird das Magnetfeld ein bisschen mehr zur Seite gelenkt. Die Apertur wird größer, die Höhenwiedergabe ein bisschen schlechter. Aber einen Vorteil hat diese Konstruktion, die Brummempfindlichkeit ist tatsächlich ein bisschen geringer. Hier jetzt nochmal zum Jaguar, das was ich gerade erwähnt hatte mit der Höhendämpfung. Wir haben jetzt hier das größte Magnetfeld konzentriert, aber eben jetzt auch auf diese Bereiche, denn dieses Blech leitet Magnetfeld relativ gut. Ein Effekt ist, dass sich jetzt viele Feldlinien hier schon schließen, intern, was ineffizient ist für die Wechselfeldübertragung. Die zweite Auswirkung: hier ändert sich der magnetische Widerstand, wenn die Seite schwingt, das ist erwünscht. Aber jetzt bekommen wir auch eine Feldkonzentration in diesem und in diesem Bereich. Und das bedeutet, die Apertur ist jetzt nicht nur auf dem Bereich begrenzt, sondern es stellt sich da eine Art Nebenapertur ein. Hier oben zu sehen, da ist diese Hauptempfindlichkeit direkt vor der magnetischen Polplatte. Aber jetzt gibt es hier auch noch zwei Nebenmaxima in diesem Bereich. Die Wirkung sehen wir hier. Hätte man dieses U-Blech nicht, würde sich aperturbedingt diese Kurve ergeben. Mit diesem U-Blech gibt es hier eine zusätzliche Höhendämpfung. Wenn man die nicht will, nimmt man das Blech ab. Das ist ganz einfach zu machen. Zur Wirkung der Spule jetzt noch eine kleine Vertiefung. Hier sehen wir einen Querschnitt, einen ganz dicken Draht hier mal, damit man es deutlich sieht, reingelegt. Hier nochmal vergrößert und da erkennt man, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Drahtwindungen aufeinander und nebeneinander zu legen. Diesen Fall wird man fertigungstechnisch wohl nicht erreichen. Das wäre das Ideal, dass die Drähte auf Lücke liegen. Trotzdem ist hier immer noch ein gewisser Luftanteil zwischen den Drähten. Der ist hier deutlich größer. Und wenn man eine sogenannte wilde Wicklung oder Kreuzwicklung draufwickelt, wo man einfach irgendwie den Draht führt, sodass die Windungen auch schräg übereinander liegen, ist der Luftanteil noch größer. Dieser Luftanteil, der flächenproportionale Füllfaktor, hat nun Auswirkungen auf den Klang, auf die Parameter des Tonabnehmers.
Denn wenn man die Windungszahl gleich lässt und viel Luft hinzuführt, wird natürlich die Windung größer, gibt eine größere Induktivität. Was keine Rolle spielt, ist der reine Gleichstromwiderstand. Der wird natürlich auch ein bisschen größer werden, wenn die Windung jetzt durch viel Luft nach außen geht. Hier sehen wir mal den Zusammenhang zwischen dem Gleichstromwiderstand, der liegt so typischerweise im Bereich 3 bis 18 Kiloohm, habe ich gemessen. Mag auch noch welche geben, die da drüber gehen. Und hier die Empfindlichkeit Volt pro Meter pro Sekunde oder dann Voltsekunden pro Meter. Volt ist die Spannung, Meter pro Sekunde ist die Schwinggeschwindigkeit, die auch Schnelle genannt wird. Volt pro Meter pro Sekunde oder die Sekunde dann raufgebracht, Voltsekunde pro Meter, die Tonabnehmerempfindlichkeit. Und da erkennen wir zum Beispiel, gibt es Tonabnehmer mit gut 0,5 Voltsekunden pro Meter, der hat 6 Kiloohm, der hat 18 Kiloohm. Das heißt also gleiche Empfindlichkeit und der Faktor 3 Unterschied im Widerstand. Und das sollte wohl klar sagen, der reine Gleichstromwiderstand des Tonabnehmers sollte nicht berücksichtigt werden. Oft ist das das einzige Kriterium in Testberichten. Und dann heißt der eine Tonabnehmer hat 4 Kiloohm, der andere hat 6 Kiloohm, der ist natürlich viel lauter. Das kann man nicht sagen. Wenn wir hier mal zwei Tonabnehmer nehmen, die 8 Kiloohm haben, dann liegen wir hier mit einem unter 0,2 und hier über 0,7. Also das ist auch schon wieder Faktor mindestens 3. Deswegen, der Gleichstromwiderstand ist kein gutes Maß, um die Übertragungseigenschaften des Tonabnehmers anzugeben. Besser ist es, die Induktivität zu berücksichtigen. Wir sehen hier mal ein spezielles Beispiel, zwei Drahtwindungen. Der Draht, fangen wir hier an, ist zu einem Viereck aufgewickelt, geht dann weiter durch die Luft, damit es möglichst gut getrennt ist und dann ist hier nochmal ein Viereck. Wenn jetzt durch diesen Draht Strom fließt, entsteht hier ein Magnetfeld und hier ein Magnetfeld. Und wenn wir die beiden Drahtwindungen übereinander legen, dann verstärkt sich das Magnetfeld. Und so einen ähnlichen Effekt finden wir auch bei der Spannungsinduktion und bei der Größe, die diese Spule kennzeichnet, bei der Induktivität. Wenn alle Windungen nahezu am selben Ort sind, dann hat es eine feldverstärkende Wirkung und die Induktivität wird größer. Nun, beim Tonabnehmer liegen ja alle Windungen nahezu am selben Ort, natürlich nicht genau am gleichen Ort, sind ein bisschen verteilt. Und nun kann man, wenn man sehr viel Zeit investieren will, diese Windung ausmessen, näherungsweise, hier gibt es Näherungsformeln, um dann die Induktivität zu berechnen, aber man sieht, das ist schon ein großer Aufwand, den wird man normalerweise wohl nicht treiben. Viel einfacher ist es natürlich, die Induktivität eines Tonabnehmers zu messen. Da liegt man dann bei Werten von 2, 3 oder auch wesentlich mehr Henry. Henry ist, wie gesagt, die Einheit der Induktivität. Und so haben wir jetzt für den Tonabnehmer zwei bestimmende Größen, wenn man es ganz einfach macht, eine Induktivität und den Kupferwiderstand. Und hier dazu kommt dann die Belastung. Da ist zum einen im Tonabnehmer selbst noch eine Kapazität, die aufeinanderliegenden Drahtwindungen bilden untereinander eine Kapazität. Und dann gibt es auch noch Verlustwiderstände, hier als Querwiderstand angegeben, die teilweise im Magnet entstehen, zum ganz kleinen Teil auch anderweitig, aber die Hauptverluste entstehen jetzt als Eisenverluste, als Hysteresiverluste, als Wirbelstromverluste im Magnet. Und dann bekommen wir ein einfaches Übertragungsersatzschaltbild, das der Systemtheoretiker sofort als Tiefpass zweiter Ordnung erkennt. Zweiter Ordnung,
weil zwei unabhängige Speicher vorliegen, eine Spule, Induktivität und ein Kondensator, Kapazität. Die Übertragung, wenn wir hier Spannung einprägen, ist jetzt ganz einfach Tiefpasscharakter. Wir haben tieffrequent, eine frequenzunabhängige Übertragung. Dann gibt es eine Resonanz, die sei hier mal bei 3 kHz. Und dann zu hohen Frequenzen hin einen Abfall zweiter Ordnung mit 12 dB pro Oktave bzw. 40 dB pro Dekade. An dieser Stelle bei der Resonanz gibt es die sogenannte Resonanzüberhöhung, ja, wenn es denn nach oben geht. Bei Tonabnehmern ist in der Regel eine Überhöhung da. Der Parameter, der diese Überhöhung hier kennzeichnet, ist die Güte. Der Begriff hat jetzt nichts damit zu tun, ob es ein guter oder ein schlechter Tonabnehmer ist. Das ist ein systemtheoretischer Terminus. Die Güte gibt an, wie stark ist die Überhöhung hier. Einfache Näherung kann man sagen, wenn wir hier bis zum 20 dB raufkommen, dann ist die Güte 10. Genaueres würde jetzt in die Signalverarbeitungsvorlesung reingehören. Das mache ich jetzt hier nicht so detailliert. Wichtig ist, dass man weiß, so ein Tonabnehmer hat eine Tiefpass-Übertragungscharakteristik, wo sich die Asymptoten treffen. Hier, das ist die Eckfrequenz, die man auch als Resonanzfrequenz bezeichnen kann, so als Näherung. Es gibt da verschiedene Begriffe, auch da kann ich nicht drauf eingehen. Also näherungsweise Resonanzfrequenz, die wird gebildet von der Spule und vom Kondensator. Je größer die Spule, also je größer die Induktivität, desto niedriger liegt die Resonanz, desto weniger Höhen hat der Tonabnehmer. Wenn man viele Windungen aufwickelt, wird die Induktivität groß, geht die Resonanzfrequenz runter, hat der Tonabnehmer wenig Höhen. Wenn man die Kapazität vergrößert, passiert dasselbe, auch dann rutscht die Resonanz runter. Die Hauptkapazität kommt vom Gitarrenkabel. Der Tonabnehmer selbst hat vielleicht 100 Picofarad, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Gitarrenkabel können 500 oder 1000 Picofarad oder sogar noch mehr haben. Die bestimmen dann zusammen mit der Induktivität die Resonanzfrequenz. Die bestimmen, wie viel Höhen der Tonabnehmer übertragen kann. Es gibt ein paar Formeln, aber an der Stelle möchte ich da nicht so ausführlich drauf eingehen. Wer möchte, kann hier ja mal rechnen. H ist die Übertragungsfunktion, P ist die komplexe Frequenz, J Omega, manchmal heißt die auch klein s, aber hier ist es das kleine p. R, C, L, R, Q sind die Bauteile, damit kann man die Übertragungsfunktion berechnen. Die Güte Q hier zur Berechnung. Und da ungefähr die Wicklungskapazität, breite Höhe, aber diese Formel sollte man eigentlich nicht verwenden. Es ist besser, die Wicklungskapazität mal auszumessen. So eine Tonabnehmerspule erzeugt eine elektrische Spannung, wenn sich die Saite bewegt, aber sie reagiert auf jegliche Magnetfeldänderung. Und solche Änderungen können halt auch stattfinden, wenn in der Nähe eine Magnetfeldquelle ist, wie zum Beispiel ein Monitor oder eine Netzleitung oder ein Transformator. Auch die erzeugen Magnetfelder und die werden dann vom Tonabnehmer aufgenommen. Wir sehen hier mal zwei Beispiele. Zeitfunktionen. Hier ein Sinus mit einigen wenigen Oberschwingungen, hier rechts das Spektrum dazu. Das ist hier die Grundschwingung, die erste, zweite, dritte, vierte harmonische. Die vierte ist bei 200 Hertz. Die Grundschwingung ist also 50 Hertz Netzfrequenz. Es kann aber auch sein, dass die Störung nur in kurzen Impulsen besteht, die dann ein sehr breites Spektrum aufweisen, das bis weit in den Kilohertz-Bereich reicht. Und daraus erzeugt der Tonabnehmer dann Störsignale. Um die zu verringern, ist der Humbucker entwickelt worden. Ein Tonabnehmer mit zwei Spulen, die in diesem Beispiel nebeneinander
angeordnet sind. Wir sehen jetzt den Magnet hier unten. Unten zwischen den Spulen, es ist ein balkenförmiger Magnet, der in Querrichtung magnetisiert ist. Auf einer dieser Längsseiten ist Nordpol, auf der anderen ist dann der Südpol, sodass das Magnetfeld in dieser Richtung kreist. Hier ist ein Abstandshalter, hier ist ein kleiner Metallblock mit Bohrungen, drauf sind die Spulen. In der einen Spule stecken Schrauben, in der anderen stecken Metallstifte, Stahlstifte, sogenannte Slugs. Unter dem Ganzen eine Trägerplatte und dann gelegentlich darüber noch ein Gehäuse. Hier sehen wir einen Querschnitt. Der Magnet, Nord-Süd, zwei Spulen, hier die Schraube, das Slug und oben drüber ein Gehäuse. Die Schrauben kann man in ihrer Höhe verdrehen, um damit individuell bei den Seiten noch kleine Änderungen vorzunehmen. Dieser Humbucker hat nun eine brummreduzierende Eigenschaft. Er verhindert die Störungen nicht komplett, aber er reduziert sie etwas. Das wird so gemacht, dass die beiden Spulen gegenphasig zusammengeschaltet werden. Wenn jetzt von außen ein Magnetfeld da durchgeht, dann erzeugt es in jeder Spule eine Spannung, aber die beiden Spannungen sind zueinander gegenphasig und löschen sich aus. Die Seitenschwingung erzeugt auch eine Spannung, die löscht sich aber nicht aus, sondern verstärkt sich sogar. Und es liegt daran, hier oben hätten wir so eine Seite, dass auf der einen Seite eben das Magnetfeld eine Polarität hat, hier Nordpol und hier eine andere Südpol. Und damit sind die von der Seitenbewegung induzierten Spannungen schon mal von Haus aus gegenphasig. Die Spulen werden dann gegenphasig zusammengeschaltet und zweimal gegenphasig gibt dann gleichphasig. Das heißt also, bei externen Störfeldern kompensieren sich die beiden Spannungen, bei Seitenschwingungen addieren sie sich und verstärken sich somit. Es gibt noch andere Humbucker und man muss auch betonen, dass Gibson und Seth Lover, der Entwickler, diesen Humbucker nicht erfunden haben. Der war auch vorher schon bekannt. Gibson war halt der erste Hersteller, der einen bestimmten Typ dann zur Marktreife und zu großen Stückzahlen gebracht hat. Praktisch gleichzeitig ist von der Firma Gretsch ein Tonabnehmer gebaut worden, bisschen anders aufgebaut, mit sehr symmetrischer Anordnung, zwei gleichartige Schraubensätze, dessen Brummunterdrückung ist sogar noch ein bisschen besser. Oder später dann Humbucker im kleinen Gehäuse, sehr schmale Spulen, sodass man das gesamte Konstrukt sogar in ein Single-Coil-Gehäuse einbauen könnte. Wie sieht es mit den Magnetfeldern aus? Wieder die Flussdichte-Bilder. Zunächst der gesamte Magnetfluss. In der Seite wird er sehr hoch, in dem Bereich zwischen den beiden Polstücken, Schraube und Slug, der axiale Fluss wieder. Wir sehen hier eine starke Magnetisierung der Seite nahezu Sättigung. Hier geht ein Teil des Magnetflusses nach außen. Der große Teil kreist hier herinnen und auch hier finden wir einen Magnetfluss, der nach außen geht. Zunächst mal hier oben wieder der Gesamtfluss. Die Seite schwingt, sie ändert ihren Abstand zwischen den beiden Polplatten, wird die Flussdichte in der Seite stark zeitabhängig. Ja, dieser Bereich ist eine starke Änderung und damit ändert sich auch das Magnetfeld in den beiden Spulen, allerdings so wenig, wiederum nur im Bereich um 1%, sodass man da in dem Bild gar nichts sieht. Deswegen wieder im zweiten Bild hier unten nur die Änderungen farbig kodiert und mit Pfeilen angegeben. Wenn wir es zu diesem Zeitpunkt mal anschauen, da geht der Wechselfluss jetzt gerade hier raus und kreist in dem Bereich zum kleinen Teil auch hier außen.
Und er geht aber auch hier rein und kreist hier bzw. hier durch die Spulen. Das ist ein ähnliches Prinzip, wie wir das schon gesehen haben. Der Wechselfluss ist hauptsächlich in diesem oberen Bereich, weil aber bei diesem Tonabnehmer die Permeabilität von Schlag und Schraube größer ist im Vergleich zum Alnico, tritt das Magnetfeld hier etwas weiter in die Spulen ein. Das ist aus dieser Sicht etwas günstiger. Es gibt unterschiedliche Konstruktionsprinzipien, Schraube und Slack oder zweimal Schraube oder zweimal Slack oder Schraube und hier ein breiter Balken oder zwei schmale Balken, die auch als Rail, als Klinge bezeichnet werden. Hier verschiedene Querschnitte von anderen Konstruktionen. Man kann die beiden Spulen auch übereinander anordnen. Hier oben ist die Seite. Dann kommt hier ein Magnet, eine Spule, hier Bleche zur Trennung und dann noch eine zweite Spule. Auch damit kann man, wenn man die gegenphasig verschaltet, eine Brummreduktion erreichen, tastet aber die Seite nicht an zwei Punkten oder in zwei Bereichen ab. Wenn hier die Seite liegt, wird sie ja sowohl hier als auch hier abgetastet. Das hat Auswirkungen auf die Magnetapertur. Bei dieser koaxialen Anordnung wird die Seite nur oben in einem Bereich abgetastet. Beim Lorenz-Hambacher liegen die Spuren quer. Die eine Spule ist hier, die andere ist hier. Und der Spulenkern geht hier horizontal durch und wird dann nach oben geführt. Auch das ist ein mögliches Prinzip, das dann verschiedene Varianten gebaut wurde. Ein Problem. Der Standard-Humbucker ist in diesem Bild zu sehen. Wenn wir annehmen, dass das Magnetfeld von oben nach unten oder von unten nach oben geht, also bei diesem Humbucker tritt das Feld vertikal durch beide Spulen, dann werden hier Spannungen induziert, die sich in etwa wegkompensieren, weil ja die Spulen gegenphasig verschaltet sind. Dann entstehen hier nahezu gleich große, auch betragsgleiche Spannungen, die werden abgezogen voneinander, gibt nahezu null. Wenn jetzt aber das Feld aus einer anderen Richtung kommt, so wie hier gezeichnet, also praktisch da in diesem Bild quer, dann geht es da rein und da wieder raus. Und jetzt läuft es ja antiparallel durch die beiden Spulen, hier ist das Ganze gedreht. Das Feld tritt jetzt antiparallel durch die Spulen durch. Und damit ist dann die Wirkung der Brummunterdrückung doch gewaltig reduziert. Das liegt daran, dass die Feldführung hier eben unsymmetrisch ist. Wenn das ein Alnico-Magnet ist, dann hat der gegenüber Luft eine etwas bessere magnetische Leitfähigkeit und das zieht die Feldlinien darüber. Ist es ein Keramikmagnet, dann ist seine Leitfähigkeit nahezu bei 1, also nahezu bei der Luft, die relative Permeabilität, und dann ist die Brummunterdrückung ein bisschen besser. Nächste Kapitel sind nichtlineare Verzerrungen. Das Magnetfeld ändert sich über den Polplatten, sowohl beim Humbucker als auch beim Single Coil, aber die Abstandsabhängigkeit ist nicht linear. Wir haben es hier mit gekrümmten Kennlinien zu tun. Und wenn sich der Abstand hier sinusförmig ändert, dann ändert sich der Magnetfluss eben nicht sinusförmig, sondern verzerrt, so wie man das hier sieht. Diese Kurve müssen wir jetzt nochmal differenzieren, weil die Spannung ja dem Differential des Magnetflusses entspricht. Es gibt dann solche Verläufe und im Spektrum bekommen wir dann Verzerrungslinien, die neben dem Primärton auch noch die zweite, dritte, vierte, fünfte harmonische als Klirrfaktor, als Klirrverzerrung enthalten. Aus diesen Abständen hier kann man dann näherungsweise die Klirrdämpfung berechnen und die kann man auch in den Klirrfaktor dann umrechnen. Und da sieht man, so ein Tonabnehmer produziert nichtlineare Verzerrungen, die wirken aber anders als Verstärkerverzerrungen. Denn beim Tonabnehmer wird jede Seite einzeln verzerrt
Und wenn man jetzt Akkorde spielt oder mehrere Saiten anschlägt, dann sind die Intermodulationen, die hier entstehen, unterschiedlich, wenn man Tonabnehmer verzerrt oder wenn man im Verstärker verzerrt. Tonabnehmerverzerrungen machen sich weniger stark bemerkbar. Und es zeigt sich dabei auch, dass sie ziemlich unabhängig von der einzelnen Tonabnehmerkonstruktion sind. Nicht völlig unabhängig, aber es ist kein großer Effekt. Also man kann in erster Näherung sagen, Magnettonabnehmer verzerren alle ähnlich. Es rentiert sich nicht, da großen Aufwand zu treiben und verschiedene Tonabnehmer auszuprobieren, in der Hoffnung, dass deren Verzerrung unterschiedlich ist. Das ist ein untergeordneter Parameter. Zum Gehäuse, zu den Wirbelströmen. Ein Tonabnehmer wird manchmal mit einem Metallgehäuse abgeschirmt gegen externe Felder. Das funktioniert bei elektrostatischen Feldern, das funktioniert fast nicht bei magnetischen Feldern. Und komplett kapseln kann man ihn ja nicht, der muss ja die Seitenschwingung detektieren, das heißt, er muss gegen Magnetfelder empfindlich sein. Und so nimmt man jetzt eben dünne Metallgehäuse in der Hoffnung, dass die nicht allzu viel stören. Ein bisschen stören sie aber schon, und jetzt sind wir wieder bei den Wirbelströmen. Nochmal als Beispiel, wir haben hier ein elektrisch leitendes Blech. Hierdurch geht ein Magnetfluss und nun entsteht um diesen Magnetfluss herum ein Wirbelstrom. Der induziert nun seinerseits wieder Magnetfelder und so weiter, da ist eine Verkettung verschiedener Eigenschaften und letztendlich führt all das dazu, dass es zu Verlusten kommt, weil hier Wirkleistung erzeugt wird. Also letztendlich Wärme, auch wenn das ganz wenig ist. Aber diese Wärmeenergie muss irgendwo herkommen und sie wirkt sich so aus, dass bei der Tonabnehmerübertragung die Höhen abgeschwächt werden. Man kann sich das modellhaft so vorstellen, als hätten wir hier das Magnetfeld, hier die Tonabnehmerwicklung, die in Wirklichkeit viel mehr Windungen hat. Und jetzt gibt es dazu noch parallel eine Kurzschlusswicklung, in der auch Strom fließt, wie beim Übertrager oder Transformator. Das ist diese Kurzschlusswicklung. Die hat nur eine Windung und ist sehr niederohmig und bedämpft nun diesen Primärkreis. Das ist das Modell, das man jetzt mit dem Transformator- oder Übertrager-Ersatzschaltbild berechnen kann. Primärwindung, das ist die Tonabnehmerwindung. Gekoppelt, die Kopplung wird nicht 1 sein, die wird etwas kleiner natürlich sein. Hier haben wir die Kurzschlusswicklung. Der Widerstand in dieser Wicklung, dieser Kurzschlusswicklung, die natürlich verteilt ist, das ist nicht nur eine einzige Bahn. Das kann man dann umtransformieren in so ein Ersatzschaltbild und kann damit rechnen, was bewirken Abschirmbleche. Ganz pauschal kann man schon sagen, es ist günstig, wenn diese Abschirmbleche hochohmig sind, weil sich dann diese Kurzschlusswicklung nur wenig auswirkt. Hochohmig sind sie, wenn sie erstens aus sehr dünnem Material sind, nur wenige Zehntel Millimeter, 3 Zehntel Millimeter vielleicht, und wenn sie zweitens aus schlecht leitendem Material sind. Kupfer ist ganz schlecht, Aluminium ist ganz schlecht, auch Stahlblech ist nicht geeignet, schon auch deswegen, weil es ferromagnetisch ist, Nickel ist nicht geeignet. Gut geeignet ist Neusilber, eine spezielle Legierung, die es mit unterschiedlichen Zusammensetzungen gibt. Dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Leitfähigkeit bei Neusilberblechen. Da empfiehlt es sich, Bleche zu nehmen mit einer möglichst kleinen elektrischen Leitfähigkeit, also mit einem großen Widerstand. Dann ist die Höhendämpfung auch entsprechend klein. Wir sehen das hier mal an einem Beispiel. Der Nachbau eines Telecaster-Tonabnehmers. Wir haben hier Impedanzmessungen, der Wechselstromwiderstand über der Frequenz. Dieser Halstonabnehmer einer Telecaster hat ja ein Metallgehäuse und das ist hier als Abschirmhaube bezeichnet. Einmal der Impedanzverlauf ohne Metallgehäuse, einmal mit Metallgehäuse. Der Tonabnehmer ist belastet mit 110 Kilo und 700 Picofarad.
das wäre hier die Kabelkapazität, die 110 Kilo Ohm ergeben sich aus den beiden Potis, die in der Gitarre eingebaut sind, und dem Verstärkereingangswiderstand. Wir sehen hier die Resonanz, die jetzt mit Abschirmhaube ganz gewaltig abgeschwächt wird. Sie verschiebt sich zu höheren Frequenzen, das sind die Wirbelströmeinflüsse, die Induktivität verringert sich, sie wird frequenzabhängig. Hier unten ist die Induktivität noch größer, aber durch die Wirbelströme wird das Magnetfeld aus der Spule gedrängt, das verringert die Induktivität, dadurch erhöht sich die Resonanzfrequenz. Und ist doch in der Impedanz ein ganz erheblicher Effekt. Wie wirkt sich das aus? Hier ist die Impedanz, jetzt mal hier die Übertragung. Ohne diese Kappe, ohne das Gehäuse, überträgt der Tonabnehmer bis zu 3,5 kHz. Dann haben wir diesen Abfall, Tiefpass zweiter Ordnung. Mit Blechkappe sieht es so aus und da fehlen hier immerhin 10 dB. 10 dB ist bei vielen Heim-Stereo-Verstärkern die Dämpfung, die erreicht wird, wenn man den Treble-Knopf ganz zudreht. Also ein ganz wesentlicher Effekt, hier sind die Höhen praktisch weg. Ja, da ist das Ganze nochmal in groß. Und wenn man das nicht möchte, muss man das richtige Gehäuse verwenden. Hier war es nicht das richtige Gehäuse, da wurde Messingblech verwendet mit 0,8 mm Dicke. Das leitet gut, gutes Leiten bedeutet gute Wirbelströme, aber gute Wirbelströme heißt schlechte Höhen, ist nicht zu empfehlen. Wenn jetzt jemand sagt, aber ich habe ganz gern so einen dumpfen Ton beim Halstonabnehmer, dann wäre es besser, von so einer Situation auszugehen und durch externe Beschaltung, was ganz einfach geht, die Höhen ein bisschen abzusenken. Das kann man nämlich ganz leicht rückgängig machen. Wenn man jetzt aber so einen Tonabnehmer hat und möchte die Höhen anheben, ist das schwieriger und man hebt dann auch das Rauschen mit an. Also nicht empfehlenswert. An der Stelle sind jetzt ein paar Übertragungsersatzschaltbilder. Das möchte ich kurz und schnell übergehen und aufs Buch verweisen, Physik der Elektrogitarre. Es geht jetzt um die Frage, wie kann man mit induktiver Anregung den Tonabnehmerfrequenzgang messen, indem man eine kleine Sendespule auf den Tonabnehmer legt und die Spule mit eingeprägtem Strom betreibt. Dann muss allerdings eine Korrektur erfolgen, eine Integration, die im Frequenzbereich einer Division durch J-Omega entspricht. Halte ich hier kurz. Es ist eine gute Möglichkeit, um das Übertragungsverhalten eines Tonabnehmers messtechnisch zu erfassen. Eine kleine Spule bauen, auf den Tonabnehmer legen, mit eingeprägten Wechselstrom betreiben, kommt noch ausführlicher in einem Tutorial über Gitarrenmesstechnik. So sehen dann zum Beispiel gemessene Frequenzgänge aus, mit unterschiedlichen Spulen gemessen. Auch das ist im Buch ausführlich erläutert. Man sieht, die Unterschiede beschränken sich hier auf den höchstfrequenten Bereich, der für Elektrogitarre gar nicht wichtig ist. Das heißt also, hier ist im Endeffekt egal, welche dieser Spulenkonstruktionen man verwendet. Dass das recht gut funktioniert, zeigt nun dieses Bild, eine Stratocaster, gemessen mit Magnetfeldeinkopplung und auch mit Berechnung. Und mit der Berechnung, um damit mal anzufangen, bekommen wir den oberen gestrichelten Verlauf. Das ist ein Tiefpass zweiter Ordnung. Die Spulenmessung hat nun etwas sehr Ähnliches ergeben, aber als Ergänzung habe ich hier auch mal eine Messung mit einem Laservibrometer durchgeführt. Da wird die Saite zum Schwingen angeregt, großer, sehr großer Aufwand, Impulsanregung. Die Saite muss sehr lange gebaut werden, um Reflexionen am Ende zu verringern. Dann wird ein Laservibrometer auf die Saite gerichtet, das berührungslos die Quergeschwindigkeit messen kann. Und dann kann man jetzt hier das Übertragungsverhalten, den Übertragungsfrequenzgang messen. Und da sieht man, das ist diese untere Kurve. Erster Näherung ist das ähnlich. Wenn man genauer hinschaut, findet man da so etwa 1 dB Unterschied. Da oben wird es ein bisschen mehr.
Man sieht auch, die Lasermessung kommt hier schon langsam an ihre Grenzen, da kommt dann Rauschen dazu. Ist aber immer noch gut brauchbar, Klammer auf, weil hier mehrfach gemittelt wurde, Klammer zu. Jetzt die Frage, woher kommen diese kleinen Unterschiede noch, die man auch ignorieren könnte, aber für die Forschung ist ja ganz interessant, eine Antwort zu bekommen, woher kommt denn das? Das sind jetzt zum Teil bereits Effekte der magnetischen Apertur. Die kann man natürlich nicht nachbilden, wenn man nur das Schaltbild nimmt, und die kann man auch mit magnetischer Anregung nicht nachbilden. Und im Falle dieser Messung gibt es da kleine Apertureffekte, und der Rest sind dann eben noch die Unterschiede, die sich durch die spezielle Geometrie ergeben. Insgesamt kann man aber schon sagen, die Kurven sind ähnlich. In einigen Fällen war es hier noch wesentlich besser, dass die Unterschiede kleiner waren. Es gibt aber auch ein paar Fälle, wo dann doch größere Unterschiede kommen, zum Beispiel speziell beim Telecaster Halstonabnehmer. Wenn stark dämpfende Blechgehäuse den Tonabnehmer umschließen, dann kommt man mit solchen einfachen Ersatzschaltungen an die Grenzen. Da ist dann ein höherer Aufwand erforderlich. Die Kabelbelastung hatte ich schon mal kurz erwähnt. Hier sehen wir es nochmal. Misst man jetzt mit einer dieser Messeinrichtungen so einen Stratocaster-Tonabnehmer offen, das heißt also ohne Kabel, dann kann man zum Beispiel so eine Kurve erzielen. Nimmt man ein Gitarrenkabel mit 450 Picofarad, verschiebt sich die Resonanz. Das wäre so der typische Bereich, 3 bis 4 kHz ist die typische Fender-Resonanz. Nimmt man ein sehr langes Kabel, dann wird die Kapazität größer, dann verschiebt sich die Resonanz hier nach links. Das muss nicht generell schlecht sein. Wenn man zum Beispiel stark verzerrt spielt, möchte man diesen höchsten Frequenzbereich gar nicht mehr mit im Spektrum haben. Das klingt dann unangenehm. Dann ist besser, wenn die Resonanz tiefer rutscht. Für die Kabelkapazität gibt es zwei wesentliche Kriterien. Wie lange ist das Kabel? Je länger, desto tiefer rutscht die Resonanz. Und wie viel Picofarad pro Meter hat es? Also welches Dielektrikum, welcher Isolator wurde da verwendet? Da gibt es große Unterschiede von ca. 60, 70 Picofarad pro Meter bis zu 200, 300 Picofarad pro Meter. Wenn das als Mittelwert 100 Picofarad pro Meter hat und 6 Meter lang ist, dann hat es 600 Picofarad. Dementsprechend stellt sich hier die Resonanz ein, und das ist aber der Hauptparameter, der elektrisch beim Kabel wirkt. Die Kabelinduktivität ist vollkommen bedeutungslos, der Längswiderstand ebenfalls, weil der Verstärker vielleicht einen Megaohm-Eingangswiderstand hat. Der Querleitwert ist ebenfalls bedeutungslos bei guten Kabeln. Gibt auch ein paar schlechte, aber fast alle sind so gut, dass man das ignorieren kann. Die einzige Größe elektrisch ist die Kapazität. Daneben mag es dann noch natürlich eine Rolle spielen, wie das Kabel mechanisch aufgebaut ist, wie widerstandsfähig es ist, wenn man mit dem Fuß draufsteigt, wie flexibel es ist, wie es ausschaut, ob es golden oder blau oder schwarz ist und solche Dinge. Aber das ist jetzt fernab der Elektrotechnik. Wenn wir einen anderen Tonabnehmer mal zum Vergleich nehmen, das ist so der typische klassische Stratocaster-Tonabnehmer mit 6 Alnico-Magneten. In dieser Gitarre war nun ein Tonabnehmer, bei dem stecken in der Spule 6 Stahlstifte und unter der Spule liegt ein Keramikbalkenmagnet. Da sehen wir ein ähnliches Verhalten, aber die Resonanz ist nicht ganz so stark ausgeprägt. Die Resonanzgüte ist hier kleiner. Die Höhen sind ein bisschen schwächer. Ob man das nun tatsächlich hört, ob es wesentlich ist, muss jeder selbst entscheiden. Und wenn es denn so wäre, man könnte hier schon Abhilfe schaffen. Erstens mal aktive Elektronik in der Gitarre. Dann wird man vom Kabel unabhängig, dann kann man auch einen größeren Lastwiderstand wählen und die Güte, die Resonanzüberhöhung ganz locker wieder darauf bringen.
Ein paar andere Gitarren noch zum Vergleich. Die Noiseless Tonabnehmer sind Fender Tonabnehmer mit zwei koaxialen Spulen. Die Brummunterdrückung ist schon ganz passabel. Im direkten Vergleich merkt man auch hier einen kleinen Höhenverlust. Müsste man etwas hochohmigere Potentiometer nehmen, dann lässt sich das ausgleichen. Auch bei dieser Gitarre hier, bei diesem Tonabnehmer, ist keine Gitarre, Tonabnehmer, ist ein bisschen ein Höhenverlust. Da kann man nun drüber philosophieren, ob das relevant ist oder nicht. Ein paar andere Tonabnehmer noch, zum Beispiel der P90. Da merkt man jetzt schon große Unterschiede. Seine Resonanz-Eckfrequenz bei 750 Pico-Last liegt bei ungefähr 2 kHz. Hier liegen wir bei gleicher Kapazität bei etwa 3,5 kHz. Das ist nun schon fast der Faktor 2, wäre eine Oktave, also ein bisschen weniger. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Auch die Resonanzüberhöhung ist schwächer. Das heißt also, der Klangeindruck so eines Tonabnehmers ist dunkler, mittenbetonter. Hier haben wir mehr Brillanzen. Bei dem SDS-1 ist es noch extremer. Hier haben wir 3,5 kHz, hier haben wir nur noch 1,5 kHz Resonanzfrequenz, also noch mittenbetonter. Hier zum Vergleich ein Humbucker, bei dem wir bei guten 2 kHz sind. Das ist so ungefähr hiermit vergleichbar, aber eben auch etwas weniger Höhen als in diesem Fall. Allein aufgrund der elektrischen Eigenschaften. Dass Humbucker auch noch durch die Doppelabtastung Apertureffekte haben, ist dann ein zusätzlicher Effekt. Wenn man diese Resonanzverschiebungen mit wenig Aufwand realisieren will, kann man in die Gitarre einen Schalter einbauen, der die Kapazitäten umschaltet. Das gibt es aber auch in einem Stecker. Hier ist oben ein Drehknopf, bei dem man verschiedene Kapazitäten einschalten kann. Und wenn man sich so einen Stecker ans Gitarrenkabel anlötet, dann kann man hier auch verschiedene Resonanzfrequenzen wählen. Das ist eine sehr schnelle Lösung, verschiedene Kapazitäten dazu zu schalten. Nun geht es zu den Piezo-Tonabnehmern. Nur ganz kurz, dieses Kapitel vertiefe ich nicht allzu sehr. Ovation ist ein typischer Vertreter. Die haben sich sehr früh damit beschäftigt, aber es gibt natürlich auch viele andere Hersteller, die inzwischen Piezo-Tonabnehmer anbieten. Beim Piezo-Tonabnehmer liegt ein kleines Kristallblättchen, häufig unter dem Steg oder an anderer Stelle an der Gitarrendecke. Durch Verbiegen dieses Blättchens wird eine Ladung, eine elektrische Ladung verschoben und letztendlich entsteht dann am Blättchen, am Tonabnehmersystem eine elektrische Spannung. Ganz wichtig, diese Tonabnehmer müssen sehr hochohmig abgenommen werden und es sollte auch die Kabelkapazität sehr klein sein. Deswegen ist es zweckmäßig, wenn man in die Gitarre einen Vorverstärker einbaut. Man sollte hier nicht ein 6 Meter langes Gitarrenkabel anschließen. Ich habe mal so einen Piezo-Tonabnehmer durchgemessen mit einem mechanischen Shaker, eine Kraft auf den Seitenreiter gegeben und dann mal gemessen, welche Spannung entsteht und dann hat sich diese Kurve ergeben. Die Messkurve ist die mit den kleinen Zacken, weil hier eben noch mechanische Resonanzen auftauchen. Das ist kein Rauschen, das sind Resonanzen. Hier gibt es eine Hauptresonanz bei ungefähr 4 kHz. Das Ganze ist in guter Näherung ein Tiefpass zweiter Ordnung, wie man aus der zweiten Kurve hier sieht. Jetzt darf man aber nicht erwarten, dass die Ovation so einen Frequenzgang hat, der mit einer Elektrogitarre entfernt verwandt ist. Aber hier handelt es sich um einen reinen Messfehler, das darf man nicht als Gitarrenfrequenzgang interpretieren. Worin besteht dieser Fehler? Hier ist es nochmal groß gezeichnet. Das wäre die Tiefpasskurve berechnet. Das ist die Messung. Der Fehler besteht darin, dass für die Messung der übertragenen Kraft ein Impedanzmesskopf verwendet wird. Das ist so ein fingerhutgroßes Gebilde. Kann man hier Kabel anschließen.
Im Innern befinden sich zwei Piezo-Elemente, die jetzt nichts mit dem Gitarrenpiezo zu tun haben. Das sind Messtechnik-Elemente, um einmal die Beschleunigung zu messen und einmal die Kraft, die hier übertragen wird. Hier unten, das wäre jetzt da auf dieser Seite, ist wie auch hier oben ein Gewinde. Da muss man aufpassen, das sieht aus wie M5, metrisch 5, ist aber ein Zollgewinde. Also nicht die falsche Schraube eindrehen, sonst wird es kaputt gehen. Hier unten habe ich einen kleinen Taststift eingeschraubt. Also im Prinzip eine Schraube, die abgeschnitten wurde und dann zugefeilt, sodass man auf den Gitarrensteg drücken kann. Und das Problem besteht jetzt darin, dass die Beschleunigung hier oben gemessen wird und die Kraft an dieser Stelle und zwischen dem Messpunkt der Kraft und dem Punkt, wo sie dann tatsächlich übertragen wird, liegt hier noch eine kleine Masse. Das ist diese Art Mutter und der Taststift. Das sind zwar nur ungefähr 1,5 Gramm, aber die stören die Messung ganz gewaltig. Dadurch kommt diese Resonanz zustande. Das ist natürlich ein totaler Fehler, so darf man es nicht machen. Wenn man diesen Fehler rausrechnet, dass man die Masse ermittelt und dann in geeigneter Weise vom Messergebnis abzieht, dann bekommt man für die Gitarre diesen Übertragungsfrequenzgang, der in erster Näherung frequenzunabhängig ist. Und wenn man ganz genau hinschaut, findet man hier so kleine Zappeleien. In der Messtechnik ist es jetzt immer gut, wenn man solche Ergebnisse in Frage stellt und überprüft. Überprüft habe ich das, indem ich jetzt mal die Signalflussrichtung umgedreht habe. Üblicherweise kommt eine Schwingung auf den Seitenreiter. Die Seite schwingt, leitet hier eine Kraft ein und als Ergebnis entsteht am Kabel eine Spannung. Das lässt sich aber in der Richtung umdrehen. Wenn ich hier eine Spannung drauf gebe, dann schwingt dieser Steg ganz leicht auf und ab. Ganz wenig, wir sind hier im Bereich von Mikrometer und noch weniger. Man darf die Spannungen auch nicht zu groß wählen, sonst geht der Piezo kaputt. Irreversibel. Ich habe es mit 10 Volt probiert, bei mir hat es funktioniert. Wenn man solche Versuche macht, muss man vorsichtig sein, um nicht den Tonabnehmer zu beschädigen. Rechts sehen wir jetzt diesen Aktortransfer. Der Tonabnehmer wurde mit Spannung angeregt, mit dem Laservibrometer wurde die Schwingung gemessen und da bekommen wir doch eine sehr ähnliche Kurve. Da in den Tiefen gibt es Unterschiede. Das liegt daran, dass hier etwas schon Systemrauschen mit reinkommt. Wir sind ja bei ganz kleinen Bewegungen und ganz kleinen Spannungen. Diese Resonanz kommt sehr gut wieder, die ist im System mechanisch begründet im Gitarrensteg und auch da oben findet man einiges abgebildet, nicht im letzten Detail, aber in etwa kann man sagen, diese Gitarre hat einen nahezu frequenzunabhängigen Übertragungsfaktor. Ich habe bereits darauf hingewiesen und zeige es hier nochmal, dass es wichtig ist, wie dieser Piezo belastet wird. Er hat eine Kapazität von ungefähr 450 Picofarad bei dieser Gitarre. Das ist ja ein Kristall, der kontaktiert wird und durch die Elektrizitätseigenschaften eine gewisse Kapazität aufweist. Und wenn wir den jetzt mal belasten mit einem Verstärker, mit 1 Megaohm Eingangswiderstand und 30 Picofarad Eingangskapazität, dann bekommen wir diese Kurve. Erhöhen wir die Eingangskapazität auf 800 Picofarad, dann würde man jetzt sagen, ja, dann verliert man Höhen. Je mehr Picofarad das Kabel hat, desto weniger Höhen. Das ist aber was ganz anderes. Dann ändert sich jetzt im ganzen Übertragungsbereich die Empfindlichkeit und zwar ganz wesentlich. Das ist hier ein Effekt, den man nicht ignorieren darf. Verkleinert man den Eingangswiderstand, dann verlieren wir hier ganz gewaltig an Tiefen. Das kann zum Teil wünschenswert sein, wenn die Gitarre zu sehr im Bass dröhnt, dass man dann einfach einen Widerstand parallel schaltet und die Tiefen etwas absenkt. Die Frage ist aber an der Stelle, woher kommt das denn? Und da hilft das Ersatzschaltbild. Damit kann man sehr schnell erklären,
warum man bei größerer Kapazität keine Höhendämpfung bekommt. Der Innenwiderstand des Tonabnehmers, den man besser als Quellimpedanz bezeichnen sollte, ist eben nicht resistiv, sondern kapazitiv. Das hier ist der Tonabnehmer, Quelle und Kapazität. Und der wird jetzt belastet von einer Kabelkapazität, das ist die hier, und einem Verstärker-Eingangswiderstand. Und deswegen wird es jetzt schon klar, ist ein Hochpass, dessen Übertragungseigenschaften eben ganz anders sind, als wenn die Quellimpedanz resistiv wäre. Am besten ist es, in die Gitarre gleich einen Vorverstärker einzubauen, dann hat das Gitarrenkabel keinen oder nur noch ganz wenig Einfluss auf den Klang. Was ist das Besondere einer Akustikgitarre, die mit solchen Piezos abgenommen wurde? Ich habe hier mal eine SMT, Ovation Adamas Gitarre, genommen und zunächst mal mit Mikrofon abgenommen an zwei verschiedenen Stellen. Einmal das Mikrofon auf den hinteren Bereich der Gitarrendecke gerichtet, einmal da vorne mit zwei verschiedene Terzspektren, aber im Halbterzabstand überlappend gemessen. Da erkennt man, sind schon 5, zum Teil 10 dB Unterschied. In der Nähe hier oben, wo der Gitarrenhals beginnt, das sind auch dann einige Resonanzlöcher. Da haben wir hier eine etwas verstärkte Tiefenwiedergabe. Gibt unterschiedlichen Klang. Im Studio würde man vielleicht zwei Mikrofone nehmen und dann mischen. Wichtiger ist jetzt, wie sind die Unterschiede zum Piezo. Hier unten steht es, Unterschied Mikrofon zum Piezo-Signal. Also Mikrofonpegel minus Piezo-Pegel, wieder an zwei Punkten das Mikrofon. Der Piezo ist ja immer an derselben Stelle. Und da sieht man schon, das sind plus minus 10 dB, hier sogar ein bisschen mehr als 10 dB Unterschied. Der Piezo erzeugt einen anderen Klang als eine Mikrofonaufnahme. Man kann jetzt die Mikrofonaufnahme filtern, wenn man mehr in Richtung Piezo-Klang gehen will oder umgekehrt. Das Piezo-Signal filtern. Man wird nicht hundertprozentig den Mikrofonklang zurückbekommen, weil natürlich die Abstrahlung durch eine in vielen Moden schwingende Gitarrendecke sehr speziell und sehr kompliziert ist. Das kann der Piezo nicht nachbilden.